für mich heißt Abenteuer einfach das Gegenteil von Stillstand. Stillstand ist, wenn man sich in der Komfortzone befindet und sich nichts mehr ändert, weil ja eigentlich alles gut ist. Aber das ist meiner Meinung nach nicht das Maximum, was man aus dem Leben machen kann, sondern vielmehr ein sich kontinuierlich verändernder Lebensweg. Du begibst dich in Gebiete, die du nicht kennst, du blamierst dich, du wirst ausgelacht, du wirst freundlich angelächelt, du wirst eingeladen. Es gibt alle möglichen Szenarien in einem Abenteuer. Die Komfortzone zu verlassen heißt für uns einfach Ängste abzubauen und Vorurteile zu verlieren, sich seiner Vorurteile bewusst zu werden. Deswegen machen wir das, glaube ich, immer wieder. And how does this lady make me go crazy? Auch wie jeder Mensch natürlich Angst davor, meine Grenzen zu erreichen. Vor allem auch davor, dass die Grenze plötzlich kommt und man lernt, dass bestimmte Sachen einfach gar nicht gehen. Aber wenn man sich jetzt davon abschrecken lässt, dann heißt es ja, dass man sein Potenzial nie ganz ausnutzt, nur weil man Angst hat zu versagen. Dann ist es mir ehrlich gesagt lieber, auch mal auf die Fresse zu fliegen, dadurch dann aber auch die schönsten Abenteuer zu erleben.